Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, in Zeiten, in denen wir mehr als je zuvor über Perspektiven und Chancen für Migration, Inter- und Transkultur reden müssen, legen Sie einen Antrag vor, der einzig und allein seinem Selbstzweck dient. Alles, was dieser Antrag leistet, ist eine Aufzählung von Initiativen und Projekten, die zum Thema Kulturpolitik und Integration bereits laufen. Und dafür hätten wir keinen 10-seitigen Antrag gebraucht. Da hätte ein Link auf die Homepage der Beauftragten für Kultur und Medien genügt. Und darum wirft ein solcher Antrag auch berechtigte Fragen auf, nämlich, was ist denn Ihr Vorschlag, Ihr Konzept für Interkultur? Worin besteht Ihr neuer Beitrag zur Integration, wie Sie das in der Überschrift ankündigen? Ich kann hier kein Konzept erkennen, etwas Wegweisendes in die Zukunft gerichtetes. Da kann ich nur sagen, leider Fehlanzeige. Meine Damen und Herren, kulturelle Integration ist keine Einbahnstraße. Wenn Sie über den Beitrag von Kulturpolitik zur Integration reden, dann geht es Ihnen offensichtlich nicht um eine interkulturelle Auseinandersetzung auf Augenhöhe. Ihnen fällt zum Thema kaum etwas anderes ein, als dass die aufnehmende Gesellschaft Regeln festlegt, Erwartungen und Anforderungen formuliert. Wer so redet, baut keine Brücken. Dialog geht eindeutig anders. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland ist doch längst Einwanderungsland. Durch Migration und Flucht ist es demografisch in den letzten Jahrzehnten stetig vielfältiger geworden. Deshalb ist doch eine zentrale Frage, wie verändert sich die Kultur der sogenannten Mehrheitsgesellschaft durch diese Entwicklung? Und gerade in der Kultur ist diese Veränderung nicht nur eine Chance für all jene, die zu uns kommen, es ist auch eine Chance für uns, meine Damen und Herren. Kultur ist ein Kommunikationsmedium zur Verständigung in einer pluralen Gesellschaft, und sie ist kein Megafon, das anderen die Meinung ins Ohr brüllt. Echte Partizipation bedeutet, diese Veränderungen und Wechselwirkungen zuzulassen. Und diese Chance vergeben Sie, meine Damen und Herren von der Großen Koalition, wenn Sie einer Projektitis wie in diesem Antrag hinterherlaufen. Es kann nicht darum gehen, Maßnahmen für Migrantinnen immer nur additiv hinzuzufügen. Ein reiner Maßnahmenkatalog ändert die Verfasstheit der Kulturinstitutionen nämlich noch lange nicht. Aber darum genau geht es. Und darum ist für uns Grüne klar, wir brauchen kulturelle Infrastrukturen, die eine langfristige interkulturelle Öffnung der Kulturlandschaft ermöglichen. Kultur kann sicherlich kurzfristig Willkommensräume bereitstellen. Aber langfristig muss die gleichberechtigte Teilhabe ermöglicht werden. Also, werte Kolleginnen und Kollegen, inwiefern muss sich hierfür der etablierte Kulturbetrieb öffnen? Wie sollte die Kulturförderung im Hinblick auf die interkulturellen Kriterien neu gestaltet werden? Auf diese wesentlichen Fragen finde ich in diesem Antrag gar keine Antworten. Und das ist zu wenig. Wären aktuelle Daten zum Stand der interkulturellen Öffnung von Kulturinstitutionen als erster Schritt unerlässlich. Und da sage ich Ihnen, da kneifen Sie schon, weil vor 3 Wochen in unserem Haushaltsantrag, den wir dazu vorgelegt haben, da haben Sie diesen Antrag abgelehnt. Das ist wenig glaubwürdig. Deshalb frage ich mich, wie wichtig ist Ihnen dieses Thema wirklich, auch wenn Sie dann auch noch die politische Auseinandersetzung nicht wollen. Sie wollen heute sofort abstimmen. Warum keine Überweisung in den Ausschuss? Über die Zielsetzung, wie wir Kultur in der Kultur Brücken bauen, müssen wir doch fachpolitisch diskutieren können. Ich verstehe das überhaupt nicht. Der richtige Ort dafür ist der Ausschuss. Wir sind ein Parlament, wo in den Ausschüssen debattiert wird. Und das verweigern Sie. Oder wird das frage ich mich jetzt, Ihre neue Art, Politik zu machen, keine Kulturdebatten mehr, wie auch beim Beschluss zum Wiederaufbau der Kolonnaden? Das ist höchst kritikwürdig, das wissen Sie, und das muss ich an dieser Stelle deswegen auch noch mal betonen. Meine Damen und Herren, dieser Antrag ist weder falsch noch richtig, denn er ist nichtssagend. Er bringt nichts nach vorne. Aber weil wir die vielen aufgezählten Initiativen und Projekte unterstützen, insbesondere gerade die Soziokultur, werden wir als Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen diesen Antrag nicht ablehnen. Wir werden aber auch nicht zustimmen. Sie, meine Damen und Herren von der Großen Koalition, haben ein wichtiges Thema mit viel heißer Luft aufgeblasen und dabei eine echte Chance vertan. Ein Schaufensterantrag ohne Impulse, der den Stillstand der Großen Koalition widerspiegelt. Und ich finde, das ist zu wenig für Ihr Brückenbauprojekt Kultur. Ich kann nur sagen, ich finde das sehr bedauerlich. Dennoch wünsche ich Ihnen schöne Feiertage und bis im nächsten Jahr. Vielen Dank.
Das Wort hat der Kollege Dr. Volker Ulrich für die CDU-CSU-Fraktion.